Spinner. Ich bin toll. Ja. Ja, geht ein bisschen sch. Boah. Jetzt bin ich in dir drin. In dir drin, nein. Also hier findet man auf jeden Fall genug Kräuter. Also im Risik 3 und 2 und 1. Nee, es ist ja 1. Nee, ich hab jetzt keinen Bock, das 1 zu sammeln. Das könnte ja Jahre dauern. Ja, geh! Boah, ich hatte stimmt ja auch. Ich sehe dich doch von 10 Kilometer Entfernung. Hui. Darüber. Ja, nein, ich hab's nicht geschafft. Da ist das Lager. Wir sind angekommen. Dort unten liegt das Lager der Bruderschaft. Geh durch das Tor und rede mit meinen Brüdern. Ich bin sicher, dass du den Weg nicht umsonst gemacht hast. Irgendwie ja Frag schon. nach Kor-Kalom. Er hat die Aufsicht über die Novizen und die Lehrer. Ich gehe zurück ins alte Lager. Es gibt noch viele Unwissende, die auf den richtigen Weg gebracht werden müssen. Ja, red nicht so Viel viel. Glück. Ja, viel Glück. So. Boah, ich drücke ganz auf Shift. Sprint-Taste, aber das geht doch hier nicht. Boah, ich bin mir kurz, ich muss mir kostig einspielen. Boah. Sei gegrüßt, Fremder. Du bist dabei, heiligen Boden zu betreten. Ja. Dies ist die Bruderschaft des Schläfers. Was führt dich her? Ja. Ich habe gehört, ihr seid auf der Suche nach neuen Leuten. Ich will mich euch anschließen. Dann sei willkommen. Die Bruderschaft des Schläfers hat einen Platz für jeden, der sich vom Geist des Schläfers führen lassen will. Wenn es dir wirklich ernst ist, solltest du versuchen, die Aufmerksamkeit von Baal Namib zu erregen. Er steht direkt auf dem Platz hinter dem Tor. Aber du darfst ihn nicht direkt ansprechen. Warte, bis er dich anspricht. Ich weiß schon, wie es geht. Ja, also wir sprechen den Ball an. Das darf man ja eigentlich, ja. Aber wir machen es mal trotzdem. Ja. Hi, ich bin neu hier. Ja. Wir können jetzt das alles vordrücken. Du hast einen Guru angesprochen. Tu das nie wieder. Es ist ein Sakrileg. Wenn der Meister es für richtig hält, mit dir zu reden, wird er dich ansprechen. Wir sehen jetzt den dritten der Gruppe. Ne, den vierten, oder? Ne, den dritten. Ja. Wer bist du? Ich bin Lester. Ich kümmere mich um die Fremden, die hier ankommen. Ich will aber mit deinem Meister reden. Vergiss es. Ich bin sicher, ich kann dir bei all deinen Problemen weiterhelfen. So, und jetzt werden wir, ja. Ich will mich der Bruderschaft anschließen. Kor-Kalom entscheidet, ob du bereit bist, in die Bruderschaft einzutreten. Aber er verlässt sich auf den Rat der anderen Gurus. Baal Namib hier ist einer von ihnen. Du wirst dich erst als würdig erweisen müssen. Dann wird dich einer der Gurus zu Kor-Kalom schicken. Okay, dann, ja. Wie soll das funktionieren, wenn keiner der Gurus mit mir redet? Es hat vielleicht nicht den Anschein, aber die Gurus beobachten genau, was du hier im Lager tust. Wenn sie der Meinung sind, dass du dich um unsere Gemeinschaft verdient gemacht hast, werden sie dich ansprechen. Hier im Lager werden sich sicher Gelegenheiten bieten, dich als würdig zu erweisen. Okay, ja, und jetzt gehen wir mal kurz mit dem Weg. Wie kann ich mich hier im Lager zurechtfinden? Ich kann dir die Ja, da kommen ja die richtigen Orten zeigen, zeig mir den Weg. Jetzt gehen wir mal, zu den Lehrern. Zu den Lehrern. Folge mir. So, jetzt folgen wir ihm. Er rennt jetzt ein bisschen. So, wenn wir jetzt ein bisschen weg sind, sprechen wir ihn jetzt an. Hallo? Hallo? Ich höre mit der Lehrer raus. Hallo? Bleibst du stehen? Boah. Wie bringe ich deinen Meister dazu, mit mir zu reden? Du musst wissen, was er hören will. Nämlich? Pass auf. Wenn wir beide das nächste Mal bei ihm sind, sprichst du mich an. Und wir unterhalten uns ein bisschen. Baal Namib macht sich zurzeit große Sorgen, weil viele Novizen nicht nur zum Schläfer beten, sondern auch noch zu ihren alten Göttern. Du erzählst mir, dass du den alten Göttern abgeschworen hast und jetzt nur noch den Schläfer anrufst. Daraufhin werde ich dich fragen, was dich dazu bewogen hat. Und du sagst,
Du hattest eine Vision, in der der Schläfer dich zu sich gerufen hat. Lüge. Das sollte sein Interesse wecken. An seiner Haut will ich trotzdem nicht. Denkst du kriegst das hin? Kein Problem. Ich hätte das schon lange vergessen. Oh mein Gott. Ich habe es mir anders überlegt. Du weißt ja, wo du mich finden kannst. So, und jetzt geht er erstmal nach vorne und während er da ist, der geht ja so langsam, sprechen wir mit dem hier. Der hat doch so eine Butlerrüstung. Wer ist das wohl? Der trägt alles eine Butlerrüstung. Moment, die Bards. Nein, das alte Lager. Also die Bauern da, die Schürfer. Hi, du bist nicht aus diesem Lager, oder? Jetzt schon. Ich bin vor einer Woche aus dem alten Lager abgehauen. Hab meinem Kumpel Dusty gesagt, er soll mitkommen. Aber er wollte lieber noch warten. Ich kenne Dusty. Hab mich kurz mit ihm unterhalten. Wenn du ihn nochmal triffst, sag ihm, er ist schön blöd, dass er da geblieben ist. Wenn das hier nicht 10-mal besser ist, als sich im alten Lager von den Gardisten schikanieren zu lassen, dann weiß ich's auch nicht mehr. Wird's ihm ausrichten, wenn ich ihn nochmal sehe. Boah, der kann auch so schön geschillt sitzen. Ihr könnt alle kiffen da. In seiner Haut würde ich trotzdem nicht stecken. Aber, nee. Das, die muss der mitgreifen. Jo, und... Gut, dich wiederzutreffen. Wie ist es dir ergangen? Es geht los. Ich habe den alten Göttern abgeschworen. Ehrlich? Wie kommst du zu dieser Entscheidung? Ich hatte eine Vision. Der Schläfer hat zu mir gesprochen. Was hat er gesagt? Er sagte, geh in das Lager im Sumpf und schließ dich der Bruderschaft an. Du bist ein sehr reicher Mann, Fremder. Der Schläfer belohnt nicht viele auf diese Weise. Der Schläfer hat dich erwählt. Ist es dir wirklich ernst, mit deinem Wunsch uns beizutreten? Nun. Ja, ich will den Weg des Schläfers beschreiten. Geh zu Kurkalon. Sag ihm, ich schicke ihm einen wahren Anhänger des Glaubens.